Hello, guten Abend, dobrodošli dobrodošli u još jednu novu video lekciju. Ovoga puta video lekcija za B1, B1 plus nivo. Dakle, bavimo se jednom, pisat ćemo jednu prezentaciju. Tema je Arbeitszeiten, dakle radno vreme. Kakvo je radno vreme u različitim firmama i preduzećima. Nadam se da ćete obnoviti i čuti dosta korisnog vokabulara. Obratite pažnju i na glagole sa predlozima koje ćemo raditi ovdje i naravno na padeže i na sve ono što vam treba da napravite, tako jednu prezentaciju da ispričate nekome nešto na malo višem B1 plus nivou. Krećemo odmah. Prva rečenica glasi: u mojoj prezentaciji radi se o radnom vremenu u različitim preduzećima. Znači, u mojoj prezentaciji ne treba nam Č, treba nam A umlaut. In meiner Präsentation radi se o, geht es um, es geht um, radi se o radnom vremenu, Zeiten. Arbeitszeiten, geht es um Arbeitszeiten, u različitim preduzećima. In verschiedenen Unternehmen, in meiner Präsentation, geht es um Arbeitszeiten in verschiedenen Unternehmen. Dakle, ovdje imamo jedan dativ ženskog roda, in der Präsentation, in meiner Präsentation. Onda imamo glagol sa predlogom, es geht um, radi se o, Arbeitszeiten in, i ovdje imamo još jedan dativ množine, in verschiedenen Unternehmen. Znači nastavak N na pridev. Nemamo član, pridev je dobio taj nastavak za dativ množine N. In meiner Präsentation geht es um Arbeitszeiten in verschiedenen Unternehmen. Dakle, pitanje koje bi bilo postavljeno, bilo bi o čemu se radi, worum geht es, u vašoj prezentaciji, in ihrer Präsentation. Znači, worum geht es, o čemu se radi. Worum geht es in ihrer Präsentation? Ovdje opet imamo taj dativ sa R, samo u vašoj presiranje, u vašoj prezentaciji. Worum geht es in ihrer Präsentation? In meiner Präsentation geht es um Arbeitszeiten in verschiedenen Unternehmen. Ok, idemo na broj 2. Ja ću prvo da se pozabavim sa pravilima radnog vremena u različitim preduzećima. Dakle, ja ću prvo da se bavim. Imamo tu onaj glagol sich beschäftigen mit etwas. Znači, ja ću se prvo baviti. Ich werde mich zunächst beschäftigen. Ja ću se prvo baviti. Ich werde mich zunächst beschäftigen. Međutim, sad mi ovdje između treba da kažemo. Ja ću se prvo sa, mit, Arbeitszeitregelungen. Arbeitszeitregelungen. U različitim preduzećima, to smo već rekli, znači in verschiedenen Unternehmen, tako da će nam glagol doći ovdje na kraju, je tako, beschäftigen, znači sich mit etwas beschäftigen, opet imamo glagol sa predlogom, sich mit etwas beschäftigen, nečim se baviti, zanimati, raditi nešto. Ich werde mich, buduće vrijeme, zunächst mit Arbeitszeit, Arbeits, smo dobro napisali, Zeit i Regelungen, Arbeitszeit, Regelungen, u različitim preduzećima, in verschiedenen
Dativ množine unternehmen, beschäftigen. Ich werde mich zunächst mit Arbeitszeitregelungen in verschiedenen Unternehmen beschäftigen. Sich mit etwas beschäftigen. Znači, opet to pitanje. Ovamo smo gore imali warum, geht es. Ovdje bi imali womit. Womit werden Sie sich, čime ćete se vi baviti? Womit werden Sie sich beschäftigen? Womit werden Sie sich beschäftigen? Ich werde mich mit Arbeitszeitregelungen beschäftigen. Worum geht es? Es geht um. Womit? Znači, pamtimo glagol, pamtimo predlog, pamtimo worum, womit, pitanja, und so weiter und so fort. Idemo na rečenicu broj 3, koja glasi, onda ću da se bavim sa prednostima i manama različitih regelunga, znači tih različitih pravila koja postoje. Znači dan, imamo sada geh darauf ein. Znači ovdje smo koristili opet glagol sa predlogom, znači ein gehen i predlog auf, ein gehen auf je glagol. Znači, bavim se sa tim problemom. Kao sich beschäftigen mit. Aufgehen, eingehen auf. Dann gehe ich darauf ein. Koje prednosti i mane? Znači, imamo vor und nachteile. Welche vor und nachteile? Ovih različitih unterschiedlichen Regelungen, znači različitih pravila ima, postoji, haben. Dann gehe ich darauf ein, welche Vor- und Nachteile die unterschiedlichen Regelungen haben. Znači, ich gehe auf dich ein. Zum Beispiel, ich beschäftige mich mit dir, mit deinen Problemen. Ich nehme ernst, was du sagst. Ich ignoriere dich nicht. Znači, ako hoćemo da naučimo taj glagol eingehen, auf. Znači, bavim se sa tobom, bitan si mi. Auf jemanden oder auf etwas eingehen. Dakle, prosto, ich gehe auf dich ein. Ich beschäftige mich mit dir. Oni malo pre što smo imali. Beschäftige mich mit dir. Ich gehe auf dich ein. Ich nehme ernst, was du sagst. Znači, ozbiljno shvatam ono što ti kažeš. Ich nehme ernst, was du sagst. Ich gehe auf dich ein. Ich nehme ernst, was du sagst. Ich ignoriere dich nicht. Ich beschäftige mich mit dir. Ok, dakle, naučili smo novi glagol. Auf jemanden eingehen oder auf etwas eingehen. Also, ich gehe darauf ein. Ich beschäftige mich damit. Ich gehe darauf ein. Welche Vor- und welche Nachteile die unterschiedlichen Regelungen haben. Koje prednosti i mane, različita pravila kad su u pitanju radna vremena, imamo, ok, znači, sich mit etwas beschäftigen, auf jemanden eingehen. Ok, dalje, broj 4, na kraju ću ja da kažem svoje mišljenje i da objasnim šta bih ja lično uradio. Znači, na kraju ću ja moje mišljenje da kažem. Buduće vrijeme. Znači, werde ich. Zum Schluss werde ich meine Meinung sagen i da objasnim und erklären. I da objasnim und erklären. Šta bih ja lično
rado uradio. Was ich selbst gerne machen würde. Šta bih uradio? Konjunktiv 2, je li tako? Znači, zum Schluss, na kraju, werde ich meine Meinung sagen, reći ću svoje mišljenje, und werde ich erklären i objasnit ću was ich selbst gerne machen würde. Šta bih ja lično uradio? Was ich selbst gerne machen würde. Ok. Nastavljamo sa broj 5, da vidimo šta nas dalje čeka u petici. U najvećem broju preduzeća, da kažemo Handwerksbetrieb, znači u onim preduzećima sa radnicima, su radna vremena svaki dan ista. Znači u najvećem broju preduzeća, dativ množine. In den meisten Handwerksbetrieben oder in den meisten Betrieben so die Arbeitszeiten svaki dan ista, jeden Tag gleich. In den meisten Betrieben, znači imamo taj dativ množine sa N, in den meisten Betrieben sind, su die Arbeitszeiten, radna vremena, da kažemo u množini, jeden Tag gleich, svaki dan ista, jeden Tag gleich. I tamo se radi od jutra do kasno popodne. Tamo se radi. Dakle, možemo koristiti onu bezličnu man, ili možemo koristiti pasiv, pa ajde da napravimo jedno i drugo. Ajmo prvo sa man. Znači, tamo se radi, ćemo reći man arbeitet dort. Tamo se radi. Man arbeitet dort od jutra, von morgens, do kasno uveče. Bis zum, do kasno popodne. Bis zum späten Nachmittag. Man arbeitet dort von morgens bis zum späten Nachmittag. Von morgens bis zum späten Nachmittag. Ili, ako ćemo ovu istu rečenicu napravimo u, da koristimo pasiv, da kažemo tamo, dort wird. Pa ovo isto. Von, znači werden ide za pasiv, pomoćni glagol. Treće lice jednine, wird, dort wird, von morgens bis zum späten Nachmittag i glagol ide u particip 2, znači od arbeiten je gearbeitet. Dakle, dort wird von morgens bis zum späten Nachmittag gearbeitet, to je pasiv, werden plus particip 2, ili isto to možemo i koristiti sa ovim subjektom bezličnom man, i treće lice jednine glagola. Man arbeitet dort von morgens bis zum späten Nachmittag. Ok. Broj 7. U bolnicama moraju radnici da rade i noću. Znači u bolnicama množina. U stvari, ajde, stavit ćemo u bolnici. Znači dativ za Krankenhaus. Im Krankenhaus moraju Mitarbeiterinnen i noću da rade auch noću nachts raditi arbeiten. Im Krankenhaus müssen die Mitarbeiter auch nachts arbeiten. Im Krankenhaus müssen die Mitarbeiter auch nachts arbeiten. Zašto? Pa jer o pacijentima se mora brinuti i noću. Znači, neko mora da brine o pacijentima i noću. Možemo opet da koristimo pasiv. Da kažemo, znači, die Patienten
die Patienten. Imamo sad pasiv sa modalnim glagolom. Znači imamo modalni glagol müssen, noću, nachts i glagol versorgen, znači u particip 2 od glagola, glavnog glagola versorgen je versorgt i idemo infinitiv pomoćnog glagola werden. Znači kad pravimo pasiv sa modalnim glagolom, glavni glagol je particip 2, to je i kad je običan pasiv i kad je pasiv sa modalnim glagolom. E, ali imamo modalni u licu koje nam treba i werden u infinitivu. Znači, o pacijentima se brine, bismo rekli recimo die Patienten werden versorgt. O pacijentima se mora brinuti, die Patienten müssen versorgt werden. Müssen versorgt werden. Ok, e sada, u proizvodnji se također radi u smenama da bi mašine mogle da se koriste die Uhr, znači po ceo dan. U proizvodnji, kao što smo imali ono na početku, u mojoj prezentaciji, znači produkcion i prezentacion su imenice ženskog roda i imali smo r za dativ, tako ćemo imati i ovdje r, in der produkcion. Znači u proizvodnji, in der produkcion. Što smo rekli, se radi često u smenama, se radi, znači možemo man, arbeitet man oft. In Schichten. In der Produktion arbeitet man oft in Schichten. U smenama. Da bi mašine, damit, da bi, die Maschinen, da bi mašine, imamo sad izraz rund die Uhr, što znači non stop, 24 Stunden, rund die Uhr, rund die Uhr, mogle da budu korišćene. Dakle, još jedan pasiv sa modalnim glagolom. Mogle da budu korišćene. Znači, modalni ide sad na kraju, pošto imamo ovu damit zavisnu rečenicu. Idemo prvo korišćene, genutzt, i idemo werden, množina i können. Tačnije, werden uvek ide, kad je modalni glagol, uvek će biti oblik werden. Znači, njega nećemo menjati kroz lica kad je pasiv sa modalom. Glavni glagol, kao što smo rekli, ide u particip 2, versorgt, genutzt. Werden uvek ide u tom obliku werden i modalni glagol ide u kom obliku nam treba. Ovdje imamo die Maschinen, množina, können. Znači, die Maschinen können genutzt werden. Mašine se mogu koristiti. Damit die Maschinen genutzt werden können, da bi se mašine mogle koristiti. Genutzt werden können. Dobro, idemo dalje. Što se dešava u kancelarijama? U kancelarijama je radno vrijeme promenjeno. Znači, hoćemo opet pasiv u prošlom vremenu. Radno vrijeme je u kancelarijama promenjeno. Znači, die Arbeitszeiten wurden in den Büros geändert. Znači imamo prošlo vreme od werden, wurden u množini. Znači die Arbeitszeiten wurden in den Büros geändert. Die Arbeitszeiten wurden in den Büros geändert. Ranije je bilo feste Arbeitszeit, znači ranije je bilo fiksno radno vrijeme. Früher možemo sa es gibt, es gab, gab es. Pošto je früher, gab es, glagol na drugom mjestu. Früher gab es feste Arbeitszeiten. Ranije je bilo fiksno radno vrijeme. Früher gab es feste Arbeitszeiten. I za mene lično fiksno radno vrijeme ima više prednosti nego mana. Znači, za mene lično für mich persönlich za mene lično
imaju, ima fiksno radno vrijeme, znači haben, feste, arbeitszeiten, više mana, mehr Nachteile, nego prednosti, als Vorteile, mehr als, više nego. Für mich persönlich haben feste Arbeitszeiten mehr Nachteile als Vorteile. Ja imam fiksno radno vrijeme, ali bih radije da imam fleksibilno radno vrijeme. Znači, ich habe jetzt feste Arbeitszeiten, aber ja bih radije da imam, ich hätte gerne flexible Arbeitszeiten. Ich habe jetzt feste Arbeitszeiten, aber ich hätte gerne, radije bih da imam, ich hätte gerne flexible Arbeitszeiten. Ich hätte gerne flexible Arbeitszeiten. Dobro. Kada bih mogao ranije ujutru da počnem da radim, imao bih slobodno popodne. Mogao bih da se bavim sa decom. Znači idemo na drugi onaj konjunktiv zwei. Znači kad bih mogao da krenem ujutru ranije. Znači wenn ich früh oder früher, wenn ich morgens früh mogao da krenem, anfangen könnte, wenn ich morgens früher anfangen könnte, imao bih, znači hätte ich popodne, nachmittags, hätte ich nachmittags frei, znači imao bih slobodno, und könnte ich mich die Kinder kümmern. I mogao bih da se pozabavim sa decom, könnte ich mich die Kinder kümmern, znači sich kümmern predlogom. Wenn ich morgens früher anfangen könnte, hätte ich nachmittags frei und könnte mich die Kinder kümmern. Dobro, i sad dolazimo do kraja prezentacije i kažemo, ja sam sada na kraju svoje prezentacije. Ich bin sa ovim, ich bin damit am Schluss meiner Präsentation. Ich bin damit am Schluss meiner Präsentation. I zahvaljujem se na, ich danke Ihnen na vašoj pažnji. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. I to je to. Ok, ajmo samo pročitamo prezentaciju. Šta smo imali? In meiner Präsentation geht es Arbeitszeiten in verschiedenen Unternehmen. Ich werde mich zunächst mit Arbeitszeitregelungen in verschiedenen Unternehmen beschäftigen. Dann gehe ich darauf ein, welche Vor- und Nachteile die unterschiedlichen Regelungen haben. Zum Schluss werde ich meine Meinung sagen und erklären, was ich selbst gerne machen würde. In den meisten Betrieben sind die Arbeitszeiten jeden Tag gleich. Man arbeitet dort von morgens bis zum späten Nachmittag. Eli, dort wird von morgens bis zum späten Nachmittag gearbeitet. Im Krankenhaus müssen die Mitarbeiter auch nachts arbeiten. Die Patienten müssen auch nachts versorgt werden. In der Produktion arbeitet man oft in Schichten, damit die Maschinen rund um die Uhr genutzt werden können.
Die Arbeitszeiten wurden in den Büros geändert. Früher gab es feste Arbeitszeiten. Für mich persönlich haben feste Arbeitszeiten mehr Nachteile als Vorteile. Ich habe jetzt feste Arbeitszeiten, aber ich hätte gerne flexible Arbeitszeiten. Wenn ich morgens früher anfangen könnte, hätte ich nachmittags frei und könnte ich mich um die Kinder kümmern. Ich bin damit am Schluss meiner Präsentation. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, sie sagen, na, pažnji i vidimo se.